Schon wieder Sie? Das geht mir jetzt aber langsam zu weit. Ich warne Sie, wenn... Was ist denn da hinten los? Gertrud kam völlig aufgebracht zurück. Hans ist weg, schrie sie. Vater ist gar nicht erst zur Manufaktur gegangen und versuchte auch nicht nachzuvollziehen, auf welche Weise seinem Sohn die Flucht gelungen war. Er warf mir nur einen finsteren Blick zu, als habe er geahnt, dass ich wusste, was hinter seinem Rücken ablief. Und ich versuchte mir bewusst zu machen, dass Hans nicht mehr da ist. Er fehlt mir so sehr. 5 Tage später. Hans ist fort und Vater verbringt Tag und Nacht in der Manufaktur. Den ganzen Tag warte ich auf Nachricht von Hans, aber er war fest entschlossen zu fliehen und bereitete seine Flucht vor, als sei es nur ein Spiel. Die kleine Klangwalze ist der einzige Weg, um mit Hans zu kommunizieren, ohne dass irgendjemand etwas davon merkt. Was ist los, Kate? Warum kehrst du wieder um? Wir müssen uns... Was ist dein Problem? Ich verstehe jetzt nicht so recht. Warum bist du wieder umgekehrt? Wir wollten doch zum Pia. Helena Romanski wartet auf uns. Zwar nicht wissentlich, aber sie wartet auf uns, nehme ich jetzt einfach mal an. Du sagst aber auch nichts dazu. Wartet mal. James hatte doch erwähnt und jetzt wo ich... Ist das etwa eine Gasmaske? Ja, James hatte doch erwähnt, dass der Wind und die Eiseskälte seine Zahnradtätigkeit einschränken würde. Und wahrscheinlich auch unser Dasein und unseren menschlichen Organismus. Ja, du siehst wunderbar aus, Kate. Unser Attraktivitätswert sei trotz dieser Gasmaske nicht zu unterschätzen. Naja, dann, wenn das der einzige Weg ist... Und wir Helena Romanski dadurch nicht abschrecken. Aber höchstwahrscheinlich wird sie dann auch die gleiche Maske tragen. Um uns herum befindet sich also diese monumentale Gebirgskette. Sehr beeindruckend. Ob die Uhr hier oben stehen geblieben ist? Sowie auch die brachliegenden Schiffe. Befinden wir uns etwa auf einem Schiffsfriedhof? Auf jeden Fall scheint sich dieser Ort auch durch Ebbe und Flut zu kennzeichnen und jetzt müsste gerade Ebbe sein. Und Helena Romanski macht sich es also in dieser Eiseskälte unter diesem Pavillon gemütlich. Hältst du das aus in diesen dünnen Klamotten? Also mir ist ja jetzt schon eisig kalt. Helena Romanski, guten Tag. Frau Romanski? Frau Helena Romanski? Aber wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung, gnädige Frau. Ich heiße Kate Walker. Frank Malkovich gab mir Ihre Adresse. Malkovich, dieser alte Gauner. Sind Sie mit ihm verwandt? Nicht wirklich. Er ist nur ein guter Freund meiner Mutter. Er hat mir gesagt, dass ich Sie hier in Aralbad finden könnte. Ich bin Amerikanerin, Anwältin. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wenn Sie von so weit wegkommen, muss es wohl etwas Wichtiges sein. In der Tat. Ich hätte Sie gerne in einer komplizierten und dringenden Angelegenheit gesprochen. Ich komme gerade aus... Später, mein Kind, später. Meine Migräne meldet sich. Diese Masken sind wirklich entsetzlich unbequem. Ich muss zurück ins Hotel. Würden Sie bitte meinen Diener rufen? Ihren Diener? Natürlich. James. Du meintest James damit, oder? Aber Helena? Frau Romanski? Was ist denn nun? Kommt James... Sagen Sie mir nur nicht, Sie hätten ihn noch nicht gerufen. Mein armer Kopf. Leiten Sie nach meinem Diener bitte. Wir unterhalten uns dann drinnen weiter. Ja, aber wenn du weißt, dass dir diese komischen Masken einen schweren Kopf bereiten, warum setzt du sie denn auf? Oh, Smetana, ich wollte... Sie hier! Wie konnten Sie es wagen? Verlassen Sie diesen Ort umgehend! Ich bitte Sie, ich musste unbedingt Frau Ro...
Frau Romanski, bitte entschuldigen Sie. Diese Frau ist ohne Erlaubnis hier eingedrungen. Aber das wird nicht wieder vorkommen. Ich werde sie sofort nach draußen befördern. Ich hoffe, sie hat Sie nicht zu sehr belästigt. Lassen Sie es gut sein, mein lieber Felix. Es ist alles in Ordnung. Diese junge Frau ist mein Gast. Ihr Gast? Aber das ist unmöglich. Dieses Frauenzimmer kannte sie doch vor einigen Stunden noch gar nicht. Schweigen Sie, Felix, bevor Sie sich zu Beleidigungen hinreißen lassen. Frau Romanski, lassen Sie mich Ihnen trotzdem sagen, dass die Person vorhin versucht hat, den Springbrunnen zu sabotieren. Jetzt ist es aber genug. Ich wünsche, dass Fräulein Walker wie meine Freundin behandelt wird. Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Smetanow? Sehr klar, Frau Romanski. Ich möchte Sie bitten, mich vielmals zu entschuldigen. Schon gut, Felix. Sie können jetzt gehen. Also, Smetana, ich habe diesen Springbrunnen nur ein wenig modifiziert. Nicht zerstört oder so. Ja, es tut mir leid, dass du ihn sauber machen musstest, aber... Ja, Helena, warum hältst du dich denn nicht auf der anderen Seite des Hotels auf? Ich meine, würdet ihr diese Masken in Anspruch nehmen, nur um die hiesige Aussicht zu genießen? Damit können wir bestimmt James, dem Butler-Automaten, rufen. Passiert wohl nichts, oder? Naja, wird wohl auch zu weit weg sein. Den Klang wird er gar nicht wahrnehmen aus der Entfernung. Und ich frage mich, wie eiskalt es hier sein muss. Minus 10 Grad, minus 15 Grad. Obwohl, das Wasser ist nicht ganz gefroren, aber der Wind muss eben eisig sein. So, dass er unsere Lungenbläschen in Mitleidenschaft ziehen würde. Ah, okay. Von hier aus könnte er den Klang der Glocke hören, nicht wahr? Na? Ja, und? James? Lässt du dich blicken? Alle guten Dinge sind drei. Aber ich nehme diese... Achso, ich kann die gar nicht mehr mitnehmen, sonst hätte ich diese Glocke mitgenommen. Ich sag ja, wir müssen wieder alles selber tun. Hier. Nur nicht aufregen. Außerdem haben wir jetzt freie Bahn. Herr Smetana wird uns nicht mehr auf dem Keks gehen. Ach, diesen kurzen Weg hätten wir doch auch mit Maske bewältigen können. Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Im Großen und Ganzen hast du ja recht, aber die Maske war doch sehr hilfreich. James, warum hast du uns nicht gehört? James, worauf warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet. Es ist sehr windig, nicht wahr? Ach, du weigerst dich. Ja, es pfeift ordentlich. Warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen. Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Mit Maske ist das kein Problem. Ich habe die Maske doch gar nicht gekauft. Oder sie vorher in meinem Besitz gehabt. Das ist bestimmt Dan, oder? Kate, und? Hast du die berühmte Helena getroffen? Wie ist sie? Erinnert sie sich noch an Frank? Mutter? Hallo, Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das werde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß. Vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du, Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Noch nicht. Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du solltest zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Nein, bloß nicht. Mama,
Misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Das werden wir sehen. Außerdem, vorher weiß unsere Mutter, dass wir uns bereits in Aralbad befinden. Da ist sie, die Grande Dame, ohne Maske. Nochmals, hallo, Helena Romanski. Jetzt können wir offen mit dir sprechen. Komm mit uns nach Kolmkreuzgrad. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Man redet also heute noch von mir? Natürlich. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Borodin, müssen wir uns jetzt nochmal vorstellen? Das haben wir doch schon getan. Aber vielleicht führt dieser Zweig zu Borodin, wer weiß. Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin Anwältin. Um ehrlich zu sein, verstehe ich recht wenig von klassischer Musik, aber die Herren Borodin und Malkovic haben mir wirklich Lust gemacht, sie singen zu hören. Da kommen Sie 10 Jahre zu spät, mein liebes Kind. Und wie geht es Frank? Ich nehme es ihm noch immer ein wenig übel, dass er uns verlassen hat, um in Amerika Karriere zu machen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber ich habe schon immer gedacht, dass Cowboys nichts von großer Musik verstehen. Ich glaube, er singt heute kaum noch, wenn dann im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er lässt Sie ganz herzlich grüßen. Wie lieb von ihm. Sehen Sie, James, man denkt noch an mich auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das habe ich nie bezweifelt, Frau Romanski. Und der andere Herr, wie sagten Sie? Borodin? Kenne ich ihn? Ja, Sie haben einmal in Kolmkreuzgrad gesungen. Ein herrliches Konzert, wenn ich dem Direktor glauben darf. Wenn Sie wüssten, wie lebhaft er sich noch daran erinnert. Auch er bewundert Sie heute noch. Der Gedanke, einen meiner treuesten Bewunderer wiederzusehen, ist wirklich sehr verlockend. Oje, aber mit dieser Stimme ist es mir unmöglich. Tja, wenn Sie sich auch jedes Mal außerhalb dieses Hotels in eisiger Kälte, im eisigen Wind aufhalten, das scheint die Stimmbänder höchstwahrscheinlich maßgeblich zu beeinträchtigen. Ich weiß nicht, ob auf Dauer so eine Schutzmaske aushilft. Und ich verstehe auch nicht, warum James nicht vorher schon auf den Gedanken der Maske gekommen ist. Alles ein wenig seltsam. Also, Frau Romanski, Sie müssen trotz alledem mit uns nach Kolmkreuzgrad kommen. Ich muss mich nämlich weiter bewegen Richtung Hans Vorarlberg. Und ohne Oskars Hände wird dies zu einem unmöglichen Unterfangen. Sie verstehen doch, oder? Eine rechtliche Angelegenheit, in deren Zusammenhang ich Herrn Sergei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Kolmkreuzgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren Sie übrigens alle. Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Sie sind eine rationale Persönlichkeit, aber vielleicht sollten wir ihr auch gleich die Briefe von Borodin übergeben. Ich meine, er ist nicht nur ein Bewunderer, sondern ein fanatischer Bewunderer, aber vielleicht überzeugt sie sein Fanatismus. Wer weiß? Bitte helfen Sie mir. Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind. Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Hallo, du hältst dich in eisiger Kälte, im eisigen Wind dort draußen auf. Ich weiß nicht, ob das gerade so förderlich für die Gesundheit ist. Ich kann schon verstehen, dass die Aussicht beeindruckend sein muss, aber dann halte ich doch lieber auf der anderen Seite des Hotels auf. Der Eingang des Hotels scheint weitaus windgeschützter zu sein. Ja, naja, mit unserem Zug wirst du noch nichts anfangen können, oder? Sie müssen unbedingt mit mir nach Kolmkreuzgrad kommen. Nur unter dieser Bedingung werde ich meinen Zug wiederbekommen und meine Reise fortsetzen können. Ihren Zug? Ja,
Ich verfolge meine Mission an Bord einer ungewöhnlichen mechanischen Lokomotive, die übrigens von einem Automaten gesteuert wird, der mit Ihrem James verwandt zu sein scheint. Hören Sie, James? Ein Automat? Sie haben einen Zwillingsbruder. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die einen so ungewöhnlichen Diener hat. Mit Verlaub, gnädige Frau, Ihre Worte erstaunen mich. Und dass ich es bis heute bei Ihnen ausgehalten habe, macht mich schon zu etwas Besonderem. Oscar ist nicht mein Diener. Er verfügt sogar über eine recht große geistige Unabhängigkeit. Er kann manchmal recht dickköpfig sein. Ganz wie Sie, James. Ist das nicht lustig? Dann wird sich die gnädige Frau sicher auch nicht wundern, dass ich ihr dringend von einer Reise abrate, die sehr anstrengend sein dürfte. James! Darüber entscheide ich, James, ich allein. Ich hätte Ihren Automaten gerne einmal kennengelernt, Fräulein Walker. Wo ist er? Er ist mit dem Zug in Komkolzgrad geblieben. Der Direktor hat sich seine Hände ausgeliehen, um sie dem Pianistautomaten anzulegen, der sie begleiten soll, wenn sie dort singen. Wie reizend. Noch ein Automat. Und dazu noch einer, der für mich spielen kann. Oh, warum hat mich nur meine Stimme verlassen? Immerhin weiß sie nun um unsere wahren Gründe, warum wir hier sind und ihre Hilfe brauchen. Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den prunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Daran zweifle ich nicht. Und dann nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner Gesundheit ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zur Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Lassen Sie sich nicht hängen, Helena. Aber sie sagte, dass sie hier die Berechtigung hat, Dauergast zu sein. Und wir wissen anhand des Gästebuchs, wer noch eine Berechtigung dazu hat. Hans Vorarlberg wurde auch als Dauergast hier eingeschrieben. Und die beiden müssen sich nicht nur in Kolmkotzgrad begegnet sein, wie wir wissen, sondern auch hier. Es ist zu komisch, aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Sie kennen Hans Vorarlberg? Nein, nicht direkt. Er ist die Person, nach der ich im Rahmen dieser Erbschaftsgeschichte suche. Aber je mehr ich seine Spur verfolge und seine Vergangenheit aufrolle, umso vertrauter wird er mir. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Ob ich Hans Vorarlberg gekannt habe? Hören Sie, James. Ob wir Hans gekannt haben? Meinen Hans. Oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Eine erstaunliche Frage in der Tat. Höchst erstaunlich. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Komkolzgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oscar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen. Wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre. Ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch! Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Was? Mein liebes Kind,
Ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Ja, und wie sollen wir jetzt an George oder George herankommen? Du machst wieder sehr, sehr viele großspurige Versprechungen, Kate. Ich will sie nicht länger beanspruchen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Ach, und in der Zwischenzeit kannst du dich mit diesen Briefen beschäftigen, die Borodin an dich gerichtet hat. Warum übergibst du diese ihr denn nicht? Vielleicht würde Helena Romanski dann anders entscheiden, aber vielleicht würde dies auch ausreichen, sie zu überzeugen, nach Kolmkolzgrad zu kommen. Und du hast mit deinem Gesang Gläser zerspringen lassen, dann versuch's doch, oder auch nicht. James, kannst du uns vielleicht helfen? Naja, ohne Rezept werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Ach, lassen wir das erstmal, ich sehe schon. Dies ist unsere Cocktailbar, mit der wir diesen grandiosen Cocktail herstellen müssen, damit ihre Stimmbänder wieder weich und reibungsfrei sind. Ein großes Hindernis. Und Hans Vorarlberg, wo hast du uns schon wieder hineingebracht? Dies ist doch deine Erfindung. Aber vielleicht kann uns Smetana, der ja nicht allzu gut auf uns zu sprechen ist, uns nochmal weiterhelfen und uns auch verraten, um wen es sich dabei handelt. Bei diesem George, wo er sich genau noch aufhält und Smetana? Und Verzeihung nochmal, also aufgrund des Brunnens. Es war keine Absicht, aber du hast uns ja keine andere Wahl gelassen und überhaupt. Ich möchte mich für den Springbrunnen entschuldigen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Schaden angerichtet, aber es war für mich die einzige Lösung, um Frau Romanski zu sprechen. Ach, alles nicht so schlimm. Wer guckt ihn denn noch an? Also sind Sie jetzt eine Freundin von Frau Romanski? Ich frage mich nur, was Sie ihr erzählt haben, um so schnell Ihre Gunst zu erwerben. Ich habe sie nur gefragt, ob sie damit einverstanden ist, in einer Fabrik zu singen. Diese Frau? Singen? Es ist schon eine Ewigkeit her, dass die Romanski ihre letzten Arien geschmettert hat. Es würde mich sehr wundern, wenn sie sich darauf einlässt. Man kann nie wissen. Ich bin optimistisch und dickköpfig genug. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, gnädige Frau. Was ist denn nun mit George und seinem Wundercocktail? Es ist wirklich schade, dass nicht mehr Gäste in ihr Hotel kommen. Unsere Glanzzeiten sind vorbei. So ist das nun mal. Und das macht sie nicht traurig? Warum sollte ich traurig sein? Ich hatte die Gelegenheit, hier den Größten der Welt zu begegnen. Das sind doch wohl schöne Erinnerungen. Tja, das stimmt allerdings. Und einer der Größten befindet sich immer noch hier in deinem Hotel. Auf Wiedersehen, Herr Felix. Sie haben Ihre Meinung nicht geändert? Ich könnte Ihnen die Königssuite zu einem interessanten Tarif anbieten. Vielen Dank, aber ich muss jetzt los. Ja, und wir haben auch keine Zeit. Ein andermal vielleicht. Wenn wir uns nochmal, vielleicht wenn wir in diese Broschüre nochmal schauen, in dieses Prospekt. Nein, du sollst dir die anschauen. Oh. Manchmal macht mich die Menüführung ein wenig fertig, bringt mich ein wenig durcheinander. So, Paris, Frankreich, Meuritz Hotel. Ja, dort war sie und dort hat sie ihren Wundercocktail von George bekommen. Oder George, französisch ausgesprochen. Und was bedeutet diese Nummer? Ich meine, warum wurde sie hier niedergeschrieben? Hat das eine Bewandtnis? Ich notiere mir diese mal. Es wäre ja großartig, wenn in diesem Prospekt auch etwas über George stattgefunden, drin gestanden hätte. Vielleicht können wir unsere Mutter noch mal im Rat fragen. Vielleicht kennt dieser Frank Malkovich ja diesen George. Bedauere
aber ich bin gerade bei meiner Wassergymnastik. Versuchen wir später nochmal. Bei deiner Wassergymnastik? Okay. Könnten wir jemand anderen um Rat fragen? Ja, selbstverständlich nicht. Und wenn wir diese Nummer eingeben? Ich gebe jetzt zu, das war jetzt ein klein wenig behäbig von mir. Hallo? Ist da das Hotel Meuritz? Ah. Hier die Rezeption. Hallo? Hallo. Ich hätte gern Herrn George gesprochen. Er ist Barmann in Ihrem Hotel. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit der Bar. Diese wunderbare Fahrstuhlmusik. Hier die Bar. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich hätte gerne mit George gesprochen. George? Sie meinen Herrn George? Ich denke schon. Er war in den 50er Jahren Barmann im Meuritz. Nun ja, wissen Sie. Herr George arbeitet schon lange nicht mehr hier. Worum geht es denn? Man hat mir gesagt, dass Herr George einen ganz ausgezeichneten Cocktail mixt, dessen Rezept nur er kennt. Ich müsste unbedingt dieses Rezept wissen. Es ist wirklich äußerst wichtig. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber wissen Sie, bei all den Cocktails, die der gute alte George so kannte, ein richtig guter Barmann. Seinen Ruf hat er sich verdient. Er hat uns alle seine Rezepte dagelassen, als er ging. Welches genau suchen Sie denn? Ich weiß nicht. Es gibt sehr viele, sagen Sie. Und ob? Der Paris-Peking, der Enigma, der Baikal, der Blue Helena, der Red Ahn. Blue Helena. Helena, ja, ja. Der muss es sein. Der Blue Helena. Gut, ich schau mal nach. Der Blue Helena, also. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akazienhonig, eine fingerbreite Zitronensaft und etwas Eis. Ordentlich schütteln und hopp. Perfekt. Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie haben mir sehr geholfen. Das hast du dir jetzt alles gemerkt, aber es kommt natürlich auf das Mischverhältnis drauf an. Auf jeden Fall sind wir jetzt einen Schritt weiter. Blue Helena, wir kommen. Ich denke, dass dieser wunderbare Cocktail weitaus mehr Wirkung mit sich bringt, als ausschließlich geschmeidige Stimmbänder.